heiße Nadja. Ich bin jetzt circa 2 Wochen hier in Bogota. Nueva Lengua habe ich über eine Freundin kennengelernt. Die hat hier ein Praktikum gemacht und hat mir das empfohlen, dass das super nette Leute sind, nette Lehrer. Und genau, deswegen habe ich das, bin ich hier. No tengo ni idea qué dijiste, pero... Él es el director. ¿Cómo te llamas? Mira la cámara. Ich heiße Nadja. Kolumbien ist ein anderes Land als Deutschland. Es ist wirklich unterschiedlich, aber die Leute sind super nett, sehr willkommen, sehr herzlich. Und ja, ich fühle mich sehr wohl. Es gibt viel, viel mehr Menschen als in Deutschland, gerade in Bogota. Aber ja, man fühlt sich hier wohl, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich habe in diesen 2 Wochen so viel gelernt, so viel Spanisch gelernt, so viel über die Kultur in Kolumbien und nette Leute, nette Lehrer. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall würde ich allen empfehlen, hierher zu kommen, um Kolumbien kennenzulernen und die Sprache kennenzulernen, ja. Ich war reiten mit Nueva Lengua und ich habe ein Wochenende verbracht mit Rafting, mit Wandern, eine kleine Dorfführung in so einem alten kolonialischen Dorf. Am besten hat mir gefallen der Ausflug mit den Pferden, Reiten. Wir sind hoch auf die Berge geritten und haben ganz Bogota von oben gesehen und das war sehr beeindruckend. Okay, amigos de Alemania. Vienen aquí en Bogota? A Bogota? Amigos de Alemania, los invitos para ir ahí en Bogota para estudiar español. Es perfecto. Amigos de Alemania, los invitos de venir estudiar español en Nueva Lengua en Bogota. Es perfecto. See? Check.